Dann machen wir mal weiter. Und zwar, mit Kaito haben wir ja schon geredet und gefühlt nichts erreicht. Also zuneigungstechnisch. Gehen wir mal zu Aoi. Da ist Aoi. Da ist doch was für die Kamera. Okay, so. Hey, ist das ein Ring, Aoi? Ja, den habe ich mitgebracht. Ich dachte, ich würde mich ab und zu mal schick machen. Oh, der funkelt aber. Sie schaut ihn sich oft an, bevor sie ins Bett geht. Hey, Labramon, sag ihn das nicht. Das ist peinlich. Ist er dir wichtig oder so? Gar nicht. Der ist nichts Besonderes. Nur ein Allerweltsding, das man überall kriegt. Das ist zwar nicht die richtige Zeit dafür, aber schöne Sachen erheben meine Stimmung. Erhebt deine Stimmung? Ja, wusstest du das nicht? Schöne Sachen geben Mädchen Kraft. Oder auch nicht. Aoi hat noch nie über schöne Sachen oder das Schickmachen geredet. Ich fand sie immer so besonnen und reif, aber sie ist halt doch ein Mädchen. Wohltuend, unerwartet, süß. Das nenne ich mal süß. Was? Oh, das wollte ich damit nicht. Der Ring. Süß. Der süße Ring ist süß. Ach, das meintest du. Ich verstehe. Puh. Mist, mein Hirn zum Mundfilter war ausgeschaltet. Klar, dass ihr das unheimlich ist. Trotzdem sieht sie hübsch aus, wenn sie Spaß am Mode und ihrem Ring hat. Ah, vergessen wir es. Wenn ich damit weitermache, setze ich mich nur in die Nesseln. Oh Mann, ich kann ihr nicht mal in die Augen schauen. Du ziehst ja ein lustiges Gesicht, Takuma. Bitte halt einfach den Mund. Was ist denn, Aoi? Du bist ganz rot. Das ist nichts, keine Sorge. Oh, Takuma, hast du wirklich vor, zur feindlichen Basis zu gehen? Wenn ich ehrlich sein soll, bin ich mir immer noch nicht ganz sicher. Bist du dagegen, Aoi? Ich würde nicht sagen, dass ich unbedingt dagegen bin. Ich habe Angst vor den Kämpfen und will nicht verletzt werden, aber wenn es sein muss, mir fällt einfach keine sichere Methode ein. Aber trotzdem kann ich nur über das Problem schwafeln, ich bin zu nichts nütze. Aoi hat ziemlich Angst. Eine sichere Methode, ich wünschte, es würde eine geben. Man kann nochmal mit dir sprechen, okay? Oh, Takuma, hast du meinen Ring gesehen? Hä? Den du vorher noch hattest? Eigentlich nicht. Was ist passiert? Ich muss ihn irgendwo verloren haben. Wie unachtsam von mir. Nein, du bist nicht unachtsam. Das war einfach nur Pech. Meinst du? Ich halte dann nach Ausschau. Wenn ich irgendwas finde, sage ich Bescheid. Danke, wie konnte ich nur so nachlässig sein? Mach dir keinen Kopf, das passt doch passiert doch jeden Mal. Danke, Labramon. Okay. Soll ich jetzt einen Ring suchen, oder wie? Ein Ring, um sie alle zu knechten. Vielleicht auf der Mädchentoilette? Dann hätten wir einen Grund, darauf zu gehen. Mihahaha. Also, was soll ich tun? Agumon hat, okay, komm. Ich habe ein komisches Gefühl. Ein komisches Gefühl, als wäre jemand hier. Ja, aber es scheint keine schlechte Person zu sein. Eine gute aber auch nicht. Das ist nicht gerade eindeutig. Seien wir einfach vorsichtig. Ja, man kann nicht sagen, was sie tun wird. Oh, ich dachte, er findet irgendwie den Ring. Oh mein Gott. Ich kann noch zum anderen Bereich gehen. Waldbereich. Hier ist was, das spüre ich. Oh oh. Kämpfen.
Tipp aufgeben und wiederholen. Mit der Option aufgeben beendest du. What? Was ist hier los? Agumon, Falcomon, Heilmon. Ich so. Vor allem, da ist wieder ein neues Digimon da drüben. Freier Cursor. Level 12, Guadrumon. Oder haben wir schon mal gegen ihn gekämpft? Okay, Champion. Okay, mit drei Champion-Monstern haben wir es zu tun. Ja, das Gute ist, er kann direkt die Truhe aufmachen. Das ist doch schon mal was. Die Prügelkarotte, jawoll. Yush. Ore ga iko. Zettai ni katsun da. Ya Torimon. Sa, yuko. Ich glaube, ich gehe direkt hier hin. Und die langsamen können sich hier vorne um die erstmal kümmern. Auch wenn man so immer Gefahr hinausläuft, dass er getötet wird, weil ihn dann zu viele Digimon sofort angreifen. Aber was man mal versuchen. Oh, ey. Was man versuchen kann ist. Mit Guadrumon mal reden. Manchmal muss man emotional statt logisch handeln. Findest du nicht? Es ist eine Maschine, ich glaube ihn nicht. Klingt gefährlich, bleib dir selbst treu. Effizienz. Hier ist eine Maschine, Effizienz ist wichtig. Ja. Habe ich es mir doch fast gedacht. Sinnlosen Kämpfen versuche ich möglichst aus dem Weg zu gehen. Und doch müssen wir kämpfen. Okay, wow, das ist etwas ein gemeinsamer Nenner. Oh. Harmlosen Monstern zuzuschauen entspannt einen doch so richtig, oder? Mich nicht, nein. Die sind so süß. Oh, das hat sogar geklappt. Nice. Was willst du von mir? Ach, wenn er so fragt, sei mein Freund. Ah, schade. Schade. Agumon ist ganz schön langsam geworden im Gegensatz zu den anderen. Gut, das ist jetzt von vorne, aber ich bin mit ihm mal hier hingegangen, damit die anderen vielleicht auch noch da dran kommen können. Ah!
So wie er zum Beispiel. Ne, er kommt nicht dran, schade. Er kann schon sehr weit gehen, obwohl... Ne. Okay, das haben wir auch schon mal. Oh, oh. Auch noch ein Crit. Nein, hoppala. Das sieht so erbärmlich aus, das Monster. Noch diese Attacke. Hi. Okay, nice. Und noch eine Prügelkarotte. War das temporär die Stärke oder sonst ist hier nichts mehr? Oder war das für immer aufbessern? Gehen wir noch in den Spinnenlilienwald. Hier ist noch wieder was, dann können wir direkt mal die Kamera zücken. Oh. Weggezaubert. Wegezaubert. Weggezaubert. Ah. Auf der Suche nach Nahrung hatte ich mich auf dem Berg verlaufen. Ich ging durch den Wald und wollte fast schon aufgeben, als eine eigenartige Kreatur erschien. Sie war auf keinen Fall menschlich und doch sprach sie mich an. Was bist du? Ein Dämon? Bleib mir vom Leib. Ah, was hast du denn für ein Problem? Hör auf, mich mit Steinen zu bewerfen. Der Dämon verteidigte sich mehr schlecht als recht gegen die Steine, die ich warf. Bei näherer Betrachtung sah er ziemlich schwach aus. Vielleicht war es ja gar kein böses Monster. Du willst mich also nicht fressen? Dich fressen? Wie kommst du darauf? Ich will einfach nur dein Freund sein. Mein Freund? Wenn sich plötzlich ein Monster mit einem anfreuen will, würde er doch jeder Angst bekommen, oder? Seltsamerweise vertraute ich ihm fast sofort. Ich konnte es nicht genau sagen, aber eines war klar, diese Kreatur war auf meiner Seite. In Ordnung, ich will auch dein Freund sein. Ehrlich? Yippie, ich bin so froh. Das mit den Steinen tut mir leid. Hab ich dir wehgetan? Ich halte ziemlich viel aus. Keine Sorge. Trotzdem schön, dass du dir Gedanken darüber machst. Hihi. Klapp halten. Für ein Monster redest du ganz schön viel. Was? Schon wieder Monster? Du siehst das falsch. Wie bitte? Ich glaube, ich traue dir noch nicht. Ich spreche nur aus, was ich sehe. Naja, wie soll ich dich eigentlich nennen? Mich? Ich heiße... Punkt, Punkt, Punkt. Dieses seltsame Monster schloss mich einfach eine Zeit lang an. Ich weiß es nicht. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Dieses seltsame Monster schloss sich mir einfach eine Zeit lang an. So, doch, ist richtig. Seltsamerweise war mir das egal. Es war ja auf meiner Seite. Erstmal gehe ich zurück zum Dorf, zeige meinen neuen Freund und beweise denen, die auf mich herabgeschaut haben, dass sie Unrecht hatten. Hehe, das wird die bestimmt umhauen. Ah, ich kann es kaum erwarten. Aber das bedeutet, dass ich noch viel schneller von diesem Berg runter muss. Okay. Ist hier sonst noch was? Tatsache. Okay. Noch ein Schatten. Ja, wegrennen ist nicht drin, ne? Kämpfen wir mal. Okay.
Okay, interessant. Ach ja, hier, ihn haben wir auch noch. So. Alle vernichten. Okay, das kann ich. Zug beenden. Oh mein Gott, mit Assist. Das ist ganz schön weit. Okay. Ab in diese Richtung. Dagegen ist er sogar schwach. Oh mein Gott, er überlebt das mit ein paar HP. Okay, dass er jetzt als Gegner auftaucht, interessant. Was ich aber gerne machen würde, ist, auch wenn es vielleicht fehlt, mit ihm gerne reden. Ich will ihn gar nicht einfangen, aber vielleicht hat er ja nette Items für uns. Sanglopmon. Überlegene Wesen können von anderen nicht verstanden werden, aber ich bin nicht einsam. Achso, er hält sich für überlegen. Fühlst du dich so? Ich auch nicht. Mitleidig anschauen. Einsamer Wolf, was? Ich finde alle Antworten irgendwie cool. Hoho, deine Antworten gefallen mir. Welche Redensart findest du am besten? Hab keine mit einer Klappe, stetiger Fortschritt, der Stärkere überlebt. Wer schon durch Worte ins Wanken gerät, zählt nicht viel. Das respektiere ich, mir noch nie passiert. Ah! Mann. Es scheint nicht reden zu wollen. Ja, nachdem wir die ganze Zeit einen Dialog mit ihm geführt haben. Okay. Okay, sehr nice. Also trifft, ich hoffe nicht, dass es jetzt mein Digimon trifft. Ja, gut. Tyrannomon. So. Oh ja, der hält jetzt natürlich sehr viel aus, weil er voll gebufft ist. Oh oh, oh oh. Oder hat er nur physischen Angriff oben? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hält er viel aus. Oh mein Gott, eine Runde vorbei und es sind noch alle am Leben. Das ist nicht gut. Oh mein Gott, jetzt ist er auch noch paralysiert. Oh mein Gott. Eure no Banda, ne? Deine müsste aber eigentlich vom Gift jetzt gleich sterben, immerhin. Deswegen greife ich ihn mal nicht an.
Ah ne, der hat noch voll viele. Oh mein Gott, ich hab mich verguckt. Aua. Jetzt auch noch daneben. Okay, der Kampf läuft hier gerade echt nicht so gut. Okay, immerhin einer. Einer ist weg. Ich dachte, er hätte so wenig Leben. Also die Leben sahen so aus, als wären die von dem Fangmon. Fangmon. Mann, jetzt kommt er mal zum Zug und er haut daneben, ey. Ja. Oh, das hat viel abgezogen. Oh, was eine Geburt, was eine Geburt. Auch machen noch mal eine Prügelkarotte. Sonst ist nichts hier. Okay, dann können wir wieder zur Karte gehen. Gehen wir auch mal wieder zu einem anderen Bereich. Und quatschen wir mal mit Saki. Ach, nicht Saki, wie heißt sie hier? Mio. Hab ich irgendwie Bock drauf. Da ist Mio. Soll ich mit ihr reden? Ich guck mich nochmal hier um. Da ist doch direkt wieder was. Wildapfel, sehr schön. So. Ah, da bist du ja, Mio. Kaito hat dich schon gesucht. Was hab ich dir gesagt, Mio? Dein Bruder macht sich wirklich gerne Sorgen. Was interessiert mich das? Ich kann seine Sorgen verstehen, wenn man unsere Situation bedenkt. Ist es nicht normal, dass dein Bruder sich mit dir vertragen möchte? Ja, schätze schon. Selbst in dieser schrägen Welt ist dein Bruder immer noch dein Bruder. Es nervt halt, das ist alles. Verstehe, trotzdem beeindruckt es mich, dass das jemand wie ihn nicht umhaut. Kaito wird von einem bösen Geist heimgesucht. Von einem bösen Geist? Ja, deswegen macht er sich meinetwegen solche Sorgen. Hier, Takuma, das ist ein Talisman. Benutz ihn, um den bösen Geist auszutreiben. Ich kann ehrlich nicht sagen, worauf sie hinaus will, wie üblich. Vielleicht sollte ich einfach mitspielen oder zwischen ihr und Kaito vermitteln? Oder wie wär's, wenn ich Sayakamon um das kümmert, was auch immer es ist? Ja, treiben wir ihn aus. Ah komm, ich nehme das mal. Oh, gute Entscheidung. Treiben wir diesen bösen Geist aus. Ja, ich kenne einen guten Gesang. Namuamene. Ich lese das nicht vor, sonst beschwöre ich hier gleich irgendetwas. Das brennt. Ah, das hat bei dir funktioniert. Aber dann bist du ja auch besessen. Oh, Hilfe. Hey, bleib bei uns, Takuma. Takuma, es tut mir leid. Das war nur ein Scherz, Leute. Was? Wegen dir hatte ich fast einen Herzinfarkt, du Trottel. Tut mir leid. Hehe, die... Findet das wohl wirklich lustig. Auf jeden Fall sage ich deinem Bruder was. Ein bisschen weniger Gezanke, okay? Ich werde es zumindest versuchen. Hey, Takuma, was? Als ich herkam, war ich ratlos und ich weiß immer noch nicht, wie ich damit umgehen soll. Es wäre schön, wenn ich mal irgendwas wüsste. Es ist normal, sich solche Sorgen zu machen, wenn man kaum Informationen hat. Vielleicht hasst sie Kaito gar nicht, sondern projiziert eher ihre Ängste auf ihn. Okay. Okay, da wir jetzt noch ein Gespräch haben, muss man genau überlegen. Ich werde aber diese Folge etwas kürzer halten, denn ich muss jetzt gleich los. Deswegen muss ich auch zwischendurch auf die Uhr gucken. Es tut mir leid, dass diese Folge etwas kürzer ist, aber es geht in der nächsten Folge natürlich weiter und dann auch wieder mit Überlänge. Macht's gut und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge und tschüss.